Beigebracht habe, aber ich denke, das ist schon ganz angemessen. Link in der Beschreibung. Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Heute wird mal wieder Fanpost ausgepackt. Ist das nicht wundervoll? Ja, ich bin müde, ich bin verkatert und ich hasse mich dafür, dass ich schon wieder gesoffen habe. Lass die Finger vom Alk. Ich mein's ernst. Nun, Spendenbecher steht bereit. SO an die Kleingeld- und die Pfandbande. Es geht los. Ein Pfandbeutel wäre eigentlich auch nicht schlecht. Naja, was sehen wir viel heute zusammenbekommen. Ich habe aber schon hier mal reingelunscht das ein oder andere Mal und die Fanpost ist heute mal wieder vom Allerfeinsten. Das Mädchen hat gesagt, es ist sogar noch mehr gekommen, aber ich will halt nicht so viel machen, damit das Video nie wieder so unfassbar lang wird. Und ja, Atlas und Transformation, die erste Folge. Wird übrigens gleich im Anschluss, nachdem ich was gegessen habe, hier aufgezeichnet. Und das geht dann richtig los. Ja, ich muss das Ganze jetzt ernst nehmen, sonst werde ich irgendwann mal verhungern. Naja. So, Brief Nummer 1. Dieser hier. Was haben wir für eines Aufkleber? Und zwar Ultras Dynamo, also UD-Aufkleber. Diese Mannschaft solltet ihr doch kennen aus unserer schönen Stadt. Ich will aber die Adresse hier nicht zeigen des guten Mannes, das ist der Rückumschlag. So. Dresden ist nicht friedlich. Das ist absolut korrekt, geliebter Bruder. Was haben wir hier noch? Die Brigade 53, ein Klassiker, den man öfter mal auf ostdeutschen Straßen erspähen kann. Hier haben wir nochmal. Nice. So, ich freue mich immer über solche Aufkleber. SO an den Herr Seibt, der mir bestimmt wieder ein oder zwei aus dem Kreuz leiern will. Nun, das ist ein feiner Brief. Danke an jeden, der ihn am Computer verfasst. Heil, du Pfandgott. Wir grüßen dich aus dem Osten. Wir warten sehnlichst auf dein Musikvideo, Pfandgott. Junge, spürst du nicht den Pfand? Ich habe noch kein Beat, ich habe noch keinen Text, ich habe noch keine Idee, außer dass es um Pfand geht, aber es kommt. Ja, hierbei müssen wir erwähnen, dass wir dich und deine Brüder zutiefst verehren. Wir bitten dich um 5 Autogramme von Incognito, Spastico, dem Medenfiel und natürlich von dir. Zudem würde es uns in höchstem Maße erquicken, eine Urinprobe des Urin-Utans zu erlangen und anschließend zu verkosten. Der Herr Klenk ist eine Q8i Mulm. Beste Grüße aus der einzig wahren Stadt Dresden. Es wäre sehr ehrenhaft, wenn du nach dem Lesen dieses Briefs einen Adlerschrei ausführen könntest. Grüße gehen raus an den Rigi. Ich werde den Adlerschrei ausführen, wenn ihr faulen Schweine euch mit mir trefft. Ihr kommt doch aus derselben Stadt. Dann kann ich euch ja 5 Autogramme geben. Von den anderen ist immer ungünstig. Die sind nämlich noch fauler als ich und haben keinen Bock, irgendwelchen Mist zu unterschreiben. So, naja. Aber wie wär's, wenn du dich einfach mal meldest, wie auch immer. Der gute Leon. Können wir uns gern mal sehen. So. Der nächste ist schon etwas gewichtiger. Aber auch ein Brief, 8i. Die Adresse solltet ihr wirklich mal kennen. Wenn mich immer die Leute danach fragen, geht einfach bei Adelson Vlog oder Adelson Review mal über mich in die Kanalbeschreibung und ihr werdet das Impressum finden. Und ja, diese Adresse ist
aktuell. Schick die Post zum Metenvieh. Schick die Post zum Metenvieh. Junge, Junge. So. Brillenputztuch. Dankeschön. So, dann haben wir einen Gutschein für sportbedarf.de. Der gute Mann hat sogar den Gutscheincode abgeklebt. Ich werde ihn nicht in die Kamera zeigen. Wir sind ja nicht auf alles ein Review. Dann schenke ich meiner Freundin. Ich bin nämlich sehr unsportlich und kaufe meine Kleidung immer nur bei Amazon oder im Laden. No front, aber danke. Schauen wir hier Feines. Das ist nämlich mein Ehrenbrief. Feinstes Kleingeld wurde hier dran geklebt. Geliebter Onkel Max, ich schaue schon sehr lange deine Videos und reiße mir dabei jedes Mal aufs Neue den Darm. Meine veraltete, von Moos beschichtete Großcousine sah ebenfalls deinen geistigen Dünnschiss und begann Suizid. Das heißt, sie ging Suizid, ganz okay. Dafür möchte ich mich herzlich bedarmen. Nachdem du mir 1 Stunde 35 Minuten und 14 Sekunden meiner nutzlosen Zeit geraubt hast, bin ich zum Entschluss gekommen, dir einen 5 Reichsmark Gutschein zu schenken. Also das ist wahrscheinlich dieser, oder? Einkaufswert über 40 Reichsmark. Ich habe nicht mal 40 Euro, um in diesem Shop einzukaufen. Ich bin nämlich bettelarm. Das meine ich wirklich ernst. Ihr müsst mir mehr Pfand schicken. Ganz entspannt. Kauf dir was Schönes für die Arbeit und Transformation, die natürlich bald ansteht. Also das meine ich ernst. Werdet ihr bald sehen. Das nächste Video, was auf diesem Kanal erscheint. Nach dem, was ihr jetzt hier seht. So, das ist der Teil 1. Samul, noch beigelegt sind feinste bare Geldmünzen. Kauf dir davon einen guten Suff. Ja, das werde ich auf jeden Fall, denn ich habe wirklich Durst und Hunger. Es ist jetzt ganz entspannt. 15.17 Uhr, ach du meine Fresse, ich habe nicht mal gefrühstückt. So, da ist der, okay. Und jetzt mal Real Talk. Ich feiere dich und deine Videos echt mega. Bist meiner Sicht einer der besten YouTuber und hast viel mehr Abos verdient. Mach weiter so. 8i Mulm. LG aus Bayern. Selbst der Süden ist braun. Ich verstehe das nicht. Warum habe ich denn mehr Abos verdient? Ich bin doch kein Hurensohn. Nun, ganz entspannt. Der nächste Brief. Ich bin wirklich müde und bin verkatert. Ich hasse mein Leben. So. Ich brauche einen Energy Drink. Das krepiere ich. So. Oh, die Ukulele. Oh, sollte natürlich keinen Schaden nehmen. So. Gebe den Brief in Konstanz auf, bezahle sonst 7 Euro Versand. Fick die Schweizer Post. Also der Mann, der mir das geschickt hat, kommt aus der Schweiz und ist jetzt extra nach Konstanz gefahren, um diesen Brief hier günstiger zu verschicken. Weil in der Schweiz die Kosten zu teuer sind. Okay, hier steht, öffne mich. Das werde ich jetzt mal tun. Den habe ich noch nicht geöffnet. Achso, übrigens, einen Brief habe ich entsorgt. Shoutout an den Penner, der hier in die 3 Kondome gewichst hat. Da lag nicht mal Kleingeld drin, das ist direkt im Eimer gelandet und es hat gestunken, Alter. Ich hasse euch. Also nicht euch, sondern Leute, die so sind wie dieser Mann. Ach, was ist denn hier passiert? Alter. Okay.
Hat die in der Leim verschüttet in der... Oh, Junge. Was soll das? Das ist feinstes Bargeld. 10 Cent. Nummer 2 Cent, Nummer 2. Was soll denn die Kacke immer? Warum müsst ihr mir das Leben immer so schwer machen? Ich verstehe es nicht. So. 5 Cent sind Nummer 1. Natürlich schön eingeklebt mit irgendwelchem Leim. Sind eure Autogramme, die ich hier zurückschicke, auch völlig verleimen? Ich verstehe es nicht. Nun, das Kleingeld wurde gereinigt. Es wurde fast gereinigt. So. Junge, ich brauche 5 Arme. Einen, um die Geschirr-Fanpost auszupacken, einen, um Ukulele zu spielen und dann den restlichen, um das Kleingeld von Schmutz zu befreien. Dann würden die Videos nicht so ewig gehen. So. Also jetzt merkt man mal wieder diese Energy Drink Sucht. Ich komme einfach nicht hoch früh, ohne mir einen Energy Drink reinzuhauen oder sogar 2. Das war schon damals immer so. In der Frühschicht war es ganz schlimm. Da habe ich meistens immer erst einen Energy Drink, dann eine Banane und dann, wo ich auf Arbeit war, habe ich mir noch einen gekauft. Jeden Morgen vor dem Frühstück 2 Energy Drinks rein. Dann ging's. Meine Fresse, ich muss die Scheiße absetzen. Ich kaufe mir mal eine Kaffeemaschine und trinke dann mal ab und zu Kaffee. Ich denke, das ist wirklich gesünder. Diese Energy-Drinks sind wirklich auf Dauer nicht gut. Naja, mehr in der Alters- und Transformation. Okay. Oh, Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was alles in den Paketen war. Ich hoffe, hier hat mir einfach einer irgendwas reingelegt, dass ich trinken kann. Geliebter Bruder, Jack Sparrow ist ein schwuler Pirat, aber hat immer Kleingeld parat. Ich grüße dich aus der kleinen Schweiz. Ich hoffe, das beiliegende Kleingeld schmeichelt deine Eichel. Wir hatten überhaupt Euro. Na gut, so weit ist auch nicht weg von Deutschland. Schmeichelt deiner Eichel, nur Homo. Die Fernbedienung funktioniert bei jedem TV. Eine Mini-Fernbedienung. Bei jedem TV bleib einfach gedrückt auf dem Mute-Knopf. Viel Spaß auch mit der beschissenen Black Ops-Figur aus einem meiner Videos. Werde ich gleich mal öffnen. Ich bin 2.8 auf YouTube. Schreibst du mir einen Kommentar? HDGDL Max, no homo, ja, das werde ich jetzt tun. 2.8. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock habe. 2.8. Ja, da haben wir den guten Mann doch schon. Okay, ich merke schon, das Video wird wieder so lang. Ich bin ja jetzt erst beim dritten Brief, naja. Der Mann hat 183 Abonnenten und jetzt hat er 184. Abonniert den Mann völlig grundlos. Assassin's Creed Unboxing. Adidas Schuhe Unboxing. Naja, Alter. Gut, ich nehme alles zurück. No Front. Ich hab dich übrigens auch ganz toll lieb. Ach, hier ist sogar noch was auf der Rückseite. Und zwar ein Lullermann. So. Kommt irgendwo kalte Luft her. Kann eigentlich gar nicht sein. Ich stelle erstmal die Heizung ab, sonst muss ich wieder so viel nachzahlen. So. Wenigstens habe ich eine Heizung. Zum Teufel. Ich habe noch nie Call of Duty gespielt. Oder Duty oder der Ruf der Pflicht. Hier nicht mehr drin. Junge. So. Mit dem Decker kann man aber jeden Scheiß sammeln. Das ist eine Figur, aber ich dreh durch. Die werde ich mir zusammenbasteln. So. Ihr wisst, was es ist.
Also, nee. Das ist ja viel zu kompliziert. Okay, der Kopf ist schon mal drauf. Warum macht man sowas? Shoutout an Brudi Brutalus, der sammelt auch solche Warhammer-Figuren. Ich weiß auch nicht warum. Es ist halt so. Okay, dann gibt es eine Rüstung über den Kopf. Also, oh Junge, ich muss erst die Rüstung drüber machen, also diesen Panzer oder was es ist. Und dann den Kopf. Ah! Sonst passt das nicht. Das ist einfach nur wunderschön. Alter. Bitte bringt mich um, falls ich mal Game-Commentaries mache. Dann deabonniert mich und sucht mich heim und bringt mich einfach um. Dann. Junge, hier muss noch was dazwischen hin. Okay. Ah, so passt das schon besser. Okay. So, ich bin gleich fertig. Ich hab's gleich. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Okay, die Arme. Alter. Nee, das ist so eine Art Lego-Männchen, aber... Ich meine, jetzt habe ich das immer angefangen. Ich habe so irgendwie gar keinen Bock, das zu basteln. Wenn man es immer angefangen hat, dann muss man es so fertigstellen. So, es ist schon mal eine erkennbare Figur. Okay. In die linke Hand eine Waffe. Und in die rechte Hand eine Waffe. Und jetzt auf diese Plattform. So. Irgendwas fehlt. Das ist eine Art Raketenrucksack, aber den kann man da gar nicht befestigen. Okay, ich glaube, die Rüstung ist falsch rum. Seht euch das an. Der wird jetzt immer hier einen Ehrenplatz haben irgendwo. Wundervoll. So, weiter geht's. Da war mehr drin. PS, mach ein beschissenes Prank-Video mit der Fernbedienung. Das ist voll innovativ. Und so. Der Rülps war innovativer als das. Aber ich bin ja. Junge, aber ich bin ja gespannt, ob das wirklich funktioniert. Das bedeutet, ich kann mit dieser Fernbedienung jeden Fernseher auf Mute stellen. Ja. Geil. Nun. Ein paar Aufkleber zum. Junge. Das ist eher nicht so das. Ja gut, der Rest kommt in die Tonne. Diesen Film habe ich bereits auf DVD. Nun, machen wir weiter mit diesem Paket hier, Alter. Das ist nice. Ja, der gute Mann sogar investiert in so eine Kiste. Ja. Dann kommt erstmal mit. Ne, ihr kommt nie mit. Ich lasse euch jetzt einfach stehen, weil ihr am Kabel seid. Aber ich spiele so lange auf der Ukulele. Deswegen gibt es ja keine mehr. Die erste Pannenflasche. 8i. So. Das ist wirklich der Lifestyle. Eine Lindor Schokoladenverpackung. Ah, was haben wir hier? Ich weiß, bei Geschenken reißt man eigentlich nicht erst das Kleingeld aus, aber ich tue es trotzdem. Nun, bitte lass es Kleingeld sein. Yay! Oh, ist ja viel zum Vorlesen. Das mache ich gleich mal, nachdem ich diesen Beutel hier aufreiß. Oh, yay! Fancy Spice! Das wird mein Frühstück finanzieren, Ehrenmänner. Ich feiere deine Videos. Du hast mich auf Snapchat geaddet und wir haben auf WhatsApp geschrieben. War ziemlich nice. Okay. Ich komme aus Köln und mache euch asoziale Ostdeutsche.
und mag euch asoziale Ostdeutsche. Köln bleibt braun. Viel Spaß mit der Fanpost, geliebter Bruder. 8i, Jemun. Gesegnet sei die Merkel. Geburtstag wird in der Bahn gefeiert. Kauft mehr Drohnen. Dein Robert ACAB. Und dann noch ein, also nochmal hier auf der anderen Seite. Hallo Ehrenmann, ich schicke dir meine Gaben. Währenddessen rappt Casper, der Hund von Narben. Die Scheiße hier ist Fanpost 3. Den Herr Klenk lutscht gleich mein Ei. Geisteskranker Schmutz, Inkognito Spastico und Hector Panzer. Spüle ich runter im Klo. Hashtag no beef. Hahaha. Er würde mich sehr über ein Autogramm freuen. Ich hoffe, durch meine Ausgaben gibst du mir etwas zurück und zahlst die Post, also den Umschlag, auf keinen Fall. Ich nehme meine Fans aus. Danke, Bruder 8i. Dein treuer Fan Robert. Kein frankierter Rückumschlag, kein Autogramm. Auch wenn ihr es verdient habt, auch wenn ihr es wirklich ehrlich verdient habt, kein Rückumschlag, kein Autogramm. Weißt du, was schön ist? Jetzt kann sie mir nochmal Fanpost schicken. So, was haben wir hier? Falkenhofharz.de, also eine Postkarte, das ist ja wunderschön. Nichts. Ach, Moment. Wenn ich das alles jetzt hier auf den Boden schmeiße, mache ich mir dann doppelte Arbeit. Das Brillenputztuch hebe ich auf. So. So. Okay. Kristalle selbst züchten. Ein Bierdeckel von Kölsche Jungs. Bierdeckel sind nice, die brauche ich immer mal. Ein Kassenbon. Was ist denn das? Oh, das stinkt. Ich weiß nicht, was das ist. Was zum Teufel? Ein Piraten-Game. Wir haben ja aber wirklich einen Piraten-Fan, kann das sein? Hier sind überall Tic-Tacs, deswegen stinkt sie auch so nach Tic-Tacs. Das ganze Paket muchtet bestialisch nach Tic-Tacs. Ich dreh durch. Das verstehe ich. Das ist so ein Spiel, wo man das hier reinsteckt und dann steckt man ein Schwert nach dem anderen hier rein. Ja, bis man das Schwert gefunden hat, was das Ganze auslöst. Ich probiere es einfach nochmal. Das werde ich mir behalten. Das ist ein cooles Geschenk für meinen kleinen Neffen. Yay! Yeah. Nee, das ist nice. So, das ist cool, ich danke. Das ist Fenster gerade wieder voll mit Krimskrams. So. Feuchtes Toilettenpapier. Das ist auch wundervoll. Dankeschön. Ein schwarzer Peter Kartenspiel. Kassenbon, Taschentuchverpackung. Das ist zum Kalium-Aluminiumsulfat. Werde ich jetzt unsachgemäß in diesen Hausmüll hier entsorgen. Alter, eine Digitalwaage. Hier hängt sogar noch ein Tic-Tac.
Tetrin. So. Die geht, Alter. Die geht. Das ist nice. So. Das Messer wiegt 144 Gramm. Der schwarze Peter wiegt 71 Gramm. Das ist sehr cool. Danke. Ich muss das ein bisschen sauber machen, aber jetzt habe ich wirklich eine Küchenwaage. Mit Doppel-A-Batterien. Das ist sehr nice. Danke. Wirklich. So hätte ich mir nämlich sonst sogar selbst gekauft. Bald. So. Samsung Galaxy S5. Keine Ahnung. Ach, Junge, eine Badekappe. Die ist auf jeden Fall immer praktisch für einen Kognitospastiker. Hebe ich auch mal auf. Eine Krawatte. Eine Krawatte. Bar on handmade. Cool. Was ist denn das Motiv? Ein Marathon. Das ist echt nicht schlecht. Die schenke ich vielleicht sogar dem Mädenvieh. Er freut sich immer über Krawatten, obwohl er ja seit einer Weile keine mehr trägt. Auch sehr cool, mein Guter. Dankeschön. Jetzt haben wir hier Eisen und Vitamine, Sauerkirschgeschmack. Nicht original verschlossen. Nun, ein Ball. Auf dem steht Mulm 8 I und J. Natürlich selbstverständlich aufgehoben. Ach Junge, der ganze Kram. Okay. Eine Brotbüchse, und was ist hier drin? Hasen, ausgeschnitten aus einem unerfindlichen Material. Diese Hasen werde ich jetzt kaltblütig entzogen, aber die Brotbüchse ist auf jeden Fall cool. Die werde ich einmal auswaschen und dann werde ich hier drin meine kleingeschnittenen Äpfel mit ins Fitnessstudio nehmen. Die kann ich dann nämlich verspeisen. Vielen Darm. Nun, das haben wir hier weiterhin ein Geodreieck. So viel Zeug. Das nächste Mal stelle ich mir hier 5 Kisten bereit, um das alles irgendwo zu lagern. Was haben wir hier? Police to be. Ach, je. Was ist denn das? Das stinkt. Ist das? Nee, oder das ist Parfüm. Na gut, das geht. Oh, Junge, naja. Mich wirklich fertig. Es wird Zeit, dass mein Gift hier irgendwo in so ein Zeug füllt. Wenn ich das mal alles ausprobiere, dann werde ich noch live in so einem Video sterben. Oh, das Tischscheuwerk wurde schon verwendet. Was zum Teufel? Das ist eine Rolle von einem Drehstuhl. Dresden bleibt braun. Von mir für dich, 8i. Link in der Beschreibung, Freddy Dresden, 187. Ah, ein Ballon, den werde ich als Wasserbombe missbrauchen. Sehr schön im Winter, kann man irgendwo auf den Weg schmeißen, dann rutschen Leute drauf aus, wenn es gefriert. Da sind sogar noch welche drin, Longpapes. Ich brauche die zwar nicht, aber ich habe viele Leute, die sich immer freuen, wenn ich denen immer das ganze Zeug schenke, was ihr mir schickt. Ein Chewbacca-Kopf. Also ich meine den Rauchbedarf. Also bevor ich mit Rauchen anfange, muss schon viel passieren. Ein paar Schnürsenkel. Oh, warum nicht? Danke. Schokomaske. Nussfruchtschnitte. Oh, das haue ich jetzt erstmal rein, Alter. Warte mal. 20.06.2017, ja, das geht noch.
fresh. Boah. Alter. Na gut, geht eigentlich. Original verpackt. Ja, in der Not fickt der Teufel Ziegen. Ich hab wirklich Hunger. Oh, Mini Bueno. Hm, ein Jojo. Ich konnte das wirklich noch nie. Das ist peinlich. So, macht bitte da was hier mit dem 100.000 Stunden Video. Ja! Nice! Ein Hut. Vom Feigling. Der kommt in meine bescheidene Sammlung. So. Zum Teufel. Ja, Nitro Street Pro Street für den PC. Geil. Polizeisimulator 2013 und Killer Train Höllenfahrt ins Jenseits. Das ist eine DVD. 12 freigegeben. Ziehe ich mir dann direkt alles nacheinander ein. So. Und Autoschlüssel. Jetzt geht Autoschlüssel. Das ist so ein Schock-Autoschlüssel, aber ich krieg keinen Schock. Eine Lampe dran. Und eigentlich eine Laserpointer. Naja, irgendwas werde ich nicht geschockt. Was soll es denn, schenke ich dem mal sei? Nun. Kaffeepads, was ist denn? So, hier haben wir noch ein Funktionieren. Es funktioniert natürlich nicht, weil es wieder kaputt ist. Da fehlt das Fädel. Aber das kriegt man trotzdem auf der Reihe, das noch zu verwenden. Und zwar, wenn man hier rein sticht. Ja. Na gut. Das ist anscheinend doch komplett tot. Oh. Mal hier. Oh, ist ja schön. Kleines Spiegelett. Stift. Nice, da geht. Eine Handschelle. Prospan Husten Liquid. Ballert mies. Okay. Apple Kopfhörer, da sind keine Kopfhörer drin, das ist nur die Verpackung. Bevor mich wieder wirklich ernsthaft Leute in den Kommentaren fragen, warum ich den Apple-Kopfhörer wegschmeiße, Mann, das waren nur die Verpackungen. Okay, beim Rest handelt es sich um Schmutz und ein Kondom. Und ein Ü-Ei. Ein leeres Ü-Ei. Nur, dass man meine Adresse entfernt. Und dann wird der Müll irgendwo in den Busch geschmissen. So. Also, vielleicht ein Bild.
Lifestyle. Leute, ihr wisst, was es ist. Schmeckt so widerlich, die Nussschnitten. Jetzt verstehe ich, warum du mir die geschickt hast. Okay, weiter geht's. Hier liegt schon ein ganzer Haufen peinlichste Sachen. Moment mal, irgendein Paket war was zu trinken. Daran kann ich mich erinnern. Ich habe die ja schließlich alle schon mal geöffnet. Das war in dem großen, okay. Ich muss jetzt erstmal aus dem großen die Tomate mopsen, Alter. Ganz entspannt. Ganz ruhig. Bleib entspannt so. So. Jetzt kann es weitergehen. Jetzt das Paket von einem warmen Ehrenmann. Ist schon das erste Kleingeld ausgefallen. So. Okay. Gianluca, der gute Mann, hat einen vorfrankierten Brief reingelegt, wie man es machen sollte. Kann vorgelesen werden. Na, das hab ich doch. Sei gegrüßt, geehrter Bruder. Wir Marlon S. und Gianluca K. haben dir feinste Ware mitgeschickt. Hoffentlich kannst du damit was anfangen. Es wäre schön, wenn du uns zwei Autogramme in den frankierten Rückumschlag zurückschicken könntest. Liebe Grüße, Ehrenmänner. Liebe Grüße, Ehrenmänner. Ich bin mir nicht sicher, was du damit sagen möchtest, der gute Mann. Du kannst auf deiner Visitenkarte unterschreiben. Wenn nicht, packe ich Papier in den Umschlag. Brauchen aber zwei Autogramme. Mit der Brille siehst du noch viel besser aus. PS, mit dem Handyhalter kannst du in deinen Reviews das Handy halten lassen und das Produkt bei Amazon zeigen. Mulm. Das ist wahr. Das ist richtig. Das werde ich auch machen. Einfach so. Okay. Das bleibt hier. Handyhalter. Ah, den haben wir hier. Aus dem TD für den Euro. Wie so ein kleiner Liegestuhl sieht das aus. Probieren wir mal. So geht das. Oder so. Nein, eigentlich so. Beziehungsweise so. Oh, praktisch. Das ist eine feine Sache. Sei dir gedankt, geliebter Bruder. Was haben wir dann noch eins? Ja, Streichhölzer. Ja. Immer wieder schön. Ah, gleich noch eine Packung. Au! Bin doch verbrannt. Ne. So. Das sollte man wirklich nicht nachmachen. Nun, hier haben wir Pfand. Aber leider äußerst komprimiert. Das ist ja schrecklich. Naja, so ist es. Feinster Pfand. Und hier nochmal dasselbe. Oh yeah. Nur leider eine größere Variante. Oh Junge. Was soll denn die Scheiße hier? Na gut, ich denke mal, das hier nimmt der Automat an, so wie es ist. Legitim. Stinkt immer Schwefel.
ein USB-Micro-SD-Kartenleser. Da habe ich schon 10. Ein Cent, nice. Ein Eichhörnchen als Buttonpin, wie man das nennt. Shoutout an den guten Frederik. So, das ist die benannte Nasenbrille. Lol. Oh Junge, das Problem ist ja die Haare, die gehen dir übelst in die Nasenlöcher. Oh. Das ist ja schlimm. Der Bart sollte eigentlich nach unten gehen. Nie in die Nase rein. Oh Junge. Oh. Aber danke, das ist auf jeden Fall sehr cool. Das kann man immer mal gebrauchen, wenn man so jemand ist wie ich. Haben wir einen kleinen Lautsprecher. 2 Cent. Und nochmal 2 Cent. Eine Kugelschreiber. Von NP Discount. Funktioniert. Vielen Dank. Dazu kommen wir gleich. Kabelbinder, danke, Alter. Junge, woher wusstest du, dass ich Kabelbinder brauche? Wofür ich die Kabelbinder brauche, werdet ihr in einem meiner nächsten Vlogs sehen. Nice, danke, 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 danke. Wenn ihr lange Kabelbinder habt, so lange wie möglich, würde ich mich immer freuen in der Fanpost. Nur so das Tipp. Ein paar Lautsprecher hier, Kopfhörer. Seid einen Würfel. Der ist nice. Ich werde hier noch zu messy, weil ich das meiste Zeug wirklich aufhebe hier. Ich weiß nicht, ich hau zwar schon relativ viel weg davon, aber der Papa hat sich noch ein bisschen was versteckt zum Kleingeld. Ich hau zwar schon relativ viel weg, was ich hier bekomme, aber trotzdem hebe ich noch relativ viel auf und zwar viel zu viel. Ich habe hier wirklich 5 so eine Körbe, Kisten voll mit dem Zeug aus der Fanpost, was ich nicht entsorgt habe, weil ich habe keine Ahnung, wohin damit. Aber okay, Lust, alles mal wegzuschmeißen, ich weiß nicht. Ach, Junge, Junge, das ist nicht gesund. Okay. Die Streichhölzer kann ich jetzt entsorgen. Ich gehe nicht mehr an. Falls doch, habe ich da hinten den Feuerlöscher, keine Angst. Das hier ist Duct Tape. Ja, verdammten Arschlöcher. Ich weiß nicht, wenn man ganz nah rangeht, könnt ihr sehen, 2 Duct Tape Dinger und dazwischen Kleingeld. Warte mal, vielleicht kriege ich das ja also einfach auf. Ich weiß ja nicht, wie schwer sich das jetzt trennen lässt. Oh nee, das ist übelst verklebt dann. Ich hasse euch so sehr. Nee, doch nicht. Es bleibt nicht am Geld kleben, so ein Glück, verdammt. Wartet, jetzt. Ja, man kann es relativ leicht lösen. Nice. Alles gezeichnet. Feins des Bares! 1 Meter Kleingeld. Ausgezeichnet. Das werde ich dann später ausschlachten. Nun. Weiter geht's mit dem nächsten Paket. Achso, das habe ich euch mal reingelutscht. War auch ein cooles Ding. So, erstmal vorlesen, was hier oben drauf steht. Gummipuppe dient nur zur Stabilisation. Hatte kein Zeitungspapier daheim. Sorry. Was haben wir da jetzt hier? Zum Fick. Das ist jedenfalls die Gummipuppe. Wehe, die ist benutzt. Warte mal.
Es war feucht und klebrig rund um das Geschlecht der Gummipuppe. Deswegen habe ich mir jetzt erstmal die Hände gewaschen. Weiter geht's. Es ist egal. Es ist einfach egal. Es ist eh zu spät. Mein Glauben war mal wieder zu gut. So. Alter. Aber der gute Mann weiß, wie man meine Laune wieder hebt. Und zwar damit. Warte mal. Also. Das ist ein Whey Shaker und das ist gefüllt. Und er ist vollkommen gefüllt mit Kleingeld. Alter. Weißt du, wie schwer das Ding ist? Das kann keiner wissen, das wiegt so, also gefühlt viel, wirklich richtig viel. Wenn ich dagegen diese Flasche habe, dann wiegt das mindestens dreimal so viel. Ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie so schwer, ich weiß nicht, warum es so komisch ist. Krank. Junge. Ehrenmann! So. Wenn der Gummipuppe auch trotzdem nicht sein will. So. Love you auf der Rückseite. Und wie lange geht's noch? Ah, 49 Minuten habe ich noch. 47, Junge, Junge. Hallo Max, ich hasse die langen Briefe in deinen Fanpost-Videos. Daher nur drei Punkte von mir. Erstens, ich bin seit dem 01.01.2017 Nichtraucher. Daher die Feuerzeuge für dich. Zweitens, ich bin nun seit knapp 2 Jahren spielfrei. Es tut weh zu sehen, wie du die gleichen Fehler machst, die ich damals gemacht habe. Bitte setze nicht auch 18.000 Euro in den Sand. Also das bedeutet, er hat 18.000 Euro ungefähr verzockt. Junge. Im Laufe seiner Spielsucht. Bei mir ist es etwa ein Viertel. Hör auf. Daher auch nur Kleingeld, das nicht in den Automaten geht. Leider mit etwas Whey vermengt. Sorry. Naja, aus Versehen. Auf der CD, also drittens, auf der CD sind 8 Nacktbilder meiner Ex. Plus 1 von mir. Leider musste ich ihr Gesicht zensieren, damit die Hure mich nicht rechtlich belangen kann. Alter. Ich habe irgendjemand durchwühlt meinen Müll. Und findet das. Alter. Nathalie, die Hure. Ich werde das dann einfach mal in meinen PC schieben. Yeah, yeah, yeah. So, dann haben wir Weco Feuerwerk China Böller. Mhm. 7 Stück. Das ist ja wunderschön. Das ist sehr schön. Geil. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Aber das ist immer sehr nett. Feuerzeug haben wir auch. Alter. Wie viele Feuerzeuge? Ich fasse es nicht. Ich weiß, wem ich die schenke. Dem Herr Seibt. Funktioniert aber noch alle, also bis auf die Big-Dinger. Die nehme ich mir mal selber auf. Cool, auf jeden Fall. Dann die unten sind da auf den Kapseln. Das sind wahrscheinlich BCAAs. Die werde ich jetzt aber nicht mehr verspeisen. Das ist mir nämlich ein bisschen zu eitel hier drin. Und dann sind noch 2 Kondome drin. Immer von Maisize, sind extra große. Und dann sind normales. So, werden alles Wasserbomben. Okay. Das war's damit. Dankeschön, geliebter Bruder. Oh, das ist alles versifft. Warum ist das hier so versifft? Kleben schon wieder die Hände, Junge. Hier sieht's aus. Nee. So. Ah, wir sind schon bei der letzten Kiste. Beziehungsweise beim... Schönes Lacoste-Hemd. Meine Fresse. Ja, der letzten Kiste. Und wir schauen mal hinein. Oh,
Sein gegrüßt, geliebter Bruder. Sein. Du bist mit Fotziko aus Plastiko der erste und einzige Eheherrenmann auf der Internetplattform YouTube, den ich bis jetzt kenne. Daher dachte ich mir, gönne ich mir selbst ein wenig Unterhaltung und schicke dir Fanpost. Ich hoffe, der beigelegte feinste Pfand und das Kleingeld unterstützen dich bei deinem Abrutsch in die Spielsucht. In Klammern Mulm. Spaß beiseite, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinem Kampf gegen Sucht und ein spielfreies 2017. Spielfreies 2017, naja, ich sag's mal so, die Sucht ist definitiv vorbei. Wie gesagt, Spielsuchtchroniken kommen, ich bin einfach nur sehr faul, die zu schneiden. Das macht man immer nie so eine Hektik, meine Güte. Aber die kommen auf jeden Fall. Da habe ich, wie gesagt, dokumentiert, wie ich rausgekommen bin aus der Sucht, mehr oder weniger. Ich habe dieses Jahr schon gezockt. Einmal habe ich 20 Euro verzockt und einmal 4 Euro. Dann habe ich einmal ungefähr 30 gewonnen. Spielbank. Aber das war immer nur, wo der Elias, also der Hector Panzer, zocken gehen wollte unbedingt. Da bin ich halt mitgekommen, habe aus Langeweile mal was reingeschmissen. Aber so aus eigenem Interesse gehe ich nicht mehr zum Automaten und darüber bin ich sehr froh. Und wenn ich zocken würde, dann weiß ich, dass ich auf jeden Fall nicht viel reinschmeiße. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind wirklich vorbei. Darüber bin ich verdammt froh. So. Spaß beiseite, ja genau. Zuzüglich dessen enthalten ist ein Knüppelchen, der aus Langeweile heraus zum Zerstören von Drohnen erschaffen wurde. Alter. Okay, war aber eher ein Knüppel, den hebe ich auf. PS kauft mehr Drohnen. 8i, ebenfalls habe ich ein frankiertes Päckchen mit dem Inhalt von, also ja, das ist privat. Welches ist mir, also außerdem bin ich noch so kackendreist, um ein Autogramm zu bitten. Ich hoffe, du lässt dir die Mate und die Süßigkeiten schmecken. Jo, danke, die Mate hat mir wirklich dieses Video hier gerettet. Ich habe nämlich gar keine Getränke mehr hier. So. Bleib wie du bist, deine Videos sind der Hammer. Mit deinen Reviews hast du mir sehr geholfen und entschuldige bitte meine Handschrift auf den Päckchen, die war schon immer ziemlich scheiße. Mit freundlichen Grüßen, dein arischer Freund aus dem hohen Norden. Jemulm 8i. Was für ein wunderschöner Brief. So, dass mir der Pfand hier ausgewertet. So, der Knüppel. Die drei DVDs kommen aus der Pfandkiste raus. Jetzt gucken wir mal, was hier in dem schönen Päckchen alles drin ist. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alter, was ist denn hier los? Ach. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, okay, also 29 Dosen. Nee, der Automat nimmt dann die hier nicht an, die muss ich dann wieder. Ach, da muss ich wieder den Mitarbeitern im Rewe auf den Sack gehen, wenn die so zerbeult sind. Aber was soll's? 29 Dosen, oder? Ein kleiner Tipp am Rande, du solltest weniger Cola trinken, geliebter Bruder. Das ist nicht gesund. Was haben wir noch hier Schönes? Das kann ich nicht einordnen.
Hanuta, nee, das ist, sorry, aber KitKat, das werde ich verschmausen. Das auch. Da könnte ich euch alles verspeisen. Eine Batterie, die jetzt unsachgemäß im Hausmüll landet. Und naja, der Rest ist feinstes Kleingeld. Darüber werde ich mich jetzt gleich anschließend kümmern. Also, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja mal wieder ein neuer Rekord, was das Kleingeld angeht. Oh. Und auch was den Pfand angeht. Einfach nur ehrenwerte Fanpost. Ja. Geil. Danke. Danke, Leute. Hat mir mal wieder wirklich Spaß gemacht. Ich muss jetzt erstmal gucken. Alter Junge, das ganze Zeug, was hier liegt. Ich kann das nicht alles behalten. Aber ich kann es ja nicht einfach wegschmeißen. Ja, ihr macht mich fertig. Ihr macht mich wirklich zu messy. Ich brauche... Junge, ich muss erstmal alles in meinem Keller einlagern. So, das Kleingeld ausgelöst. Und dann wird davon eingekauft. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ach die...